Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ich habe jetzt nochmal offscreen ein bisschen geguckt gehabt nach den Samen und ich habe ihn nicht gefunden. Ich denke aber, es macht hier Sinn, diese Pfähle runter zu kloppen. Und dass man hier wenigstens mal das Wasser ablässt. Weil man muss hier auch mit Yoshi ran. Wie man es macht, ist dann egal, ob man sie einschmeißt oder nicht. Also raufschmeißt die Käppi oder ob man die Fehler so reinstampft. Und jetzt haben die Gumbas auch wieder einen Sinn. Aber der Samen, wo könnte der noch sein? Vielleicht ist der... Auf dem Dach war ja auch nichts gewesen. Da haben wir auch geguckt gehabt. Ich kümmere mich erstmal um die Gumbas. Dann haben die nämlich auch schon mal ihren Sinn verloren. Hat nämlich alles noch einen Sinn. Komm mal her hier. So. Das sind drei. Ah, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. So. Okay, jetzt müssten alle gewesen sein. Ne, hier ist noch einer. Ja, einfach alle mit. Aber macht nichts. Jetzt düsen wir hier als Gumba-Turm zum Liebespunkt des Gumbas. Hallo, Mademoiselle. Kann ich helfen? Wie ist die eigentlich darüber gekommen? So. Und tschüss. Romanze im Pilzpalast. Yay. Wir sind so romantisch. Ist das nicht schön? Okay, jetzt probieren wir da nochmal mit Yoshi nochmal ein bisschen zu erleben. Yoshi, where are you? Ich würde auch gerne mir nochmal diesen Stern hier schnappen, aber wir kommen da nicht dran. Ah, nee. Yoshi, wir wissen doch, wie du heißt. Yoshi. Warum hält der sich nicht fest? Na, ich glaube, der Ansatz, der war schon gar nicht so verkehrt. Ja. Sehr gut. Versteck auf dem Dach des Palasts. Gut. Na, hier, mein Freund. Jetzt sind wir ein Weilchen Yoshi. So, hier oben auf dem Dach ist übrigens nichts. Kein Samen oder dergleichen. Eigentlich würde ich noch mal gerne nach oben gucken gehen, ob hier irgendwas ist. Eine Katzenpeach war da. Aber höher kommen wir auch nicht. So, was hat sie jetzt mit diesem Essen da auf sich? Finden wir es mal heraus. Yoshi kann auch nicht klettern, also wie kriegt er diese Früchte? Ich weiß es nicht. Willst du, oder? Okay, da fühlt sich irgendeine Anzeige auf. Kriegt er dann irgendwie Power-Modus? Kann er dann fliegen, oder? Ey, das wäre gar nicht so... Vielleicht fliegt er ja wirklich.
passiert, wenn Yoshi diese Blumen isst? Nix. Steht nicht so auf Blumen. So, wo haben wir denn jetzt noch mehr Früchte? Ich brauche Früchte. Kann er Pilze essen? Ja, kann er. Aber bringt nur Münzen. Vogel kann er nicht essen. Sechs Münzen brauchen wir noch. Ups. Ich dachte, Yoshi kann auch eine Stampfattacke, kann er aber nicht. Für ein Herz. So, so. Ach stimmt, im Wald waren ja noch ganz viele. Unsere Knospe ist noch nicht aufgegangen, schade. Im Wald, im Wald. Da sind sie doch. Gut, was kann man dann damit bezwecken? Yoshi dann im Rage-Mode? Nö, ein Stern. Okay, auch nicht verkehrt. Früchte futtern mit Yoshi. Was passiert, wenn man jetzt noch Früchte füttert? Füttert, ja. Früchte isst. Hier füllt sich wieder die Anzeige. Ob das was bringt? So, dann hatte ich noch gesehen gehabt, hier war noch, ein Toad mit einem Zylinder, der irgendwie den Weg versperrt hat. Dann werde ich nochmal zu dem hindüsen. Wo war denn der jetzt? Hier war der. Ja. Hey Toadie, sprich mit mir. Er mag wohl Yoshi nicht. Ich bewache diesen Mondmann, damit die Gummas nicht holen können. Aber ich habe gar keine Angst, wirklich nicht. Der Hund lässt du mich rein, oder? Ach so, okay. Ja, okay, gut. Er hat wirklich keine Angst. Nee, ist klar. Ich weiß schon, was zu tun ist. Der Goomba-Forst. Komm her hier. Reichen drei. Ich kann auch vier mitnehmen. Und dann gehen wir mal zurück zum Toad. Und glaub mir, der wird Angst haben und wegrennen. Und so kommen wir an den Stern ran. Naja. Dann werden wir mal die Hauptquest weitermachen. Wir sind hier die ganze Zeit nur am Nebenquest sammeln. Ja, aber ich wollte mich hier erstmal ein bisschen erkunden. Erstmal ein bisschen, ne? Erstmal ein bisschen schauen, wo wir hier sind, wo wir gelandet sind. Also, natürlich wissen wir es ja am Pilzkönigreich, aber. Mal einen Überblick verschaffen über das Gebiet. Ja, renn weg, renn weg. Ja. Du Feigling, du. Ein Mond für dich, Todwächter. Du Arsch. Dafür stirbst du. Selbstmord. Okay. Gut, dann geht's jetzt los ins. In den Palast? Weiß ich nicht. Davor war auf jeden Fall so eine Linie. Vielleicht kommen wir noch in den Palast. Das wäre auf jeden Fall cool. Das wäre wirklich schön. Ach, verdammt, hier war ja auch noch eine Röhre für den Yoshi. Da ist der Toadie. Ich möchte aber nochmal in die Röhre. Tick, tack, tick, tack. Na, und da unten müssen wir uns eigentlich auch nochmal umgucken. Happy. Danke. So. Gucken wir uns erstmal nochmal hier unten um. Was gibt's hier? Ist ein Geheimgang. Oh. Also ein drittes Mal. Also wer mein Part gesehen hatte, ich hatte den Drachen besiegt gehabt und bin dann runtergefallen.
nachdem er tot war, weil ich auf ihn rumgeklettert bin. Und dann durfte ich ihn ein zweites Mal besiegen. Und jetzt ein drittes Mal? Auf jeden Fall. Okay. Ist ja gut. Was ist deine Verbesserung? Hier ist es auf Eis. Okay. Ja gut, tot. Aber warum habe ich schon wieder nur mit einem, also mit zwei Leben angefangen? Das verstehe ich halt schon wieder nicht, ne? Ich hatte dann komplett gleich nur eins. Hatte ich keine vollen Leben? Naja, jetzt reicht's aber. Jetzt ist er dran hier. Wir können ja hier schon mal die Herzen ein wenig freiräumen. Wir müssen aufpassen. So. Oh, nicht einsammeln. Ja, sammelt die komplett gleich ein. Das hat keinen Sinn so. Alter, wie geht er denn jetzt ab? Manches. Ja, Mann, es hat funktioniert. Ja, aber wir sind auch bald tot, ne? Also. Da müssen wir echt aufpassen. Kommen jetzt zwar wieder ein Lehmer-Gaunern, aber. Was kommt jetzt? Ach, die Dinger sind dreidimensional, sehe ich. Ein Leben haben wir noch, dass wir uns holen können. Das werden wir jetzt auch gleich mal machen. Ich hoffe, auf dem Weg dahin sterben wir nicht. An diesen blöden Kreissägen. Und sammeln uns ein und weg hier. Ah, toll, ey. Dann werden wir auf jeden Fall tot sein. Weil ich glaube, ich komme da durch dieses Blitzding nicht durch. Ich bin gesprungen. Ich wollte eigentlich durch, aber es war irgendwie eine Sackgasse. Schade. Aber er ist machbar, doch. Doch, doch, der ist machbar. Der ist auch cool. Durch dieses Blitzding jetzt muss man jetzt auch gucken, ob man springt oder drunter läuft und so. Doch, finde ich geil. Macht Spaß, macht Spaß. Ich liebe Herausforderungen. Und diese Herausforderung werden wir auf jeden Fall bestehen. So viel ist sicher. Das werden wir schon. So, komm, dann zeig mal hier deine Blitze. Drunter springen. Ja, toll, da konnte ich jetzt nicht viel machen. Da konnte ich nicht viel machen, aber du kannst da auch nicht viel machen. Weil du bist noch auch. Okay, jetzt Vorsicht, Walter, Watson, springen. Ja, das hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn, dieser Boden und dann auch mit diesen Ausweichen. Es ist mega schwer. Natürlich gibt es bestimmt wieder welche. Die machen das mit links. Bestimmt Japaner. Nichts gegen euch Japaner, ne? Aber ihr habt halt einfach diesen absoluten Skill, den keiner von uns Europäern hat. Oder Amerikanern. Warum wurde ich da jetzt getroffen? Warum? Okay, ich will jetzt aber wenigstens jetzt nicht getroffen. Wenigstens einmal will ich hier durchkommen. Ach, verdammt. Ich hätte nichts sagen dürfen. Na gut. Tod ist tot. Der Drache ist jetzt auch Geschichte. Und tschüss. Schade. Ich wollte da wenigstens nochmal durch, ohne getroffen zu werden. Aber besiegt ist besiegt, er ist tot. Er hatte auf jeden Fall schöne Anforderungen. Kann ich auch nur wieder positiv bewerten. Ja, und beim ersten Mal war er halt auch so tot und ich bin so ein bisschen auf ihn rumgeklettert und dann, ja, bin ich runtergefallen und durfte ihn ein zweites Mal machen. Das fand ich sehr schön. Grim.
Wonsch im Schuttlingen. Schuttlingen. Auch cooler Name. Schuttlingen. Gut, dann haben wir den auch. Oh, jetzt müssen wir wieder einen Yoshi holen, ne? Weil der Yoshi ist wieder weg. Danke dafür. Ach, diese Früchte kann man auch nur einmal essen, wie ich gerade sehe. Was weg ist, ist weg, so nach dem Motto. Okay, dann gibt es bestimmt auf jeden Fall nochmal irgendwie einen Mond oder sowas, wenn man die isst. Also müssen wir doch noch da an den Turm da ran. Weil hier oben irgendwo sind da auch noch welche. Aber wie soll ich denn da rankommen? Wo waren die jetzt? Doch nicht mehr, oder was? Hä, da waren doch... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Eigentlich waren da noch so eine Früchte dran. So, schauen wir uns weiter hier unten um. Wir waren ja noch nicht fertig. Hier war auf jeden Fall diese Röhre und... Gab es hier noch irgendwas zum Essen? No. Sieht so aus. Dann können wir hier raus. Ist hier noch irgendwas zum Futtern? Yoshi ist hungrig. Nicht danach aus. Gut, gehen wir mal hier rein. Glück, Glück, Glück. Aha, ein Rätsel mit Yoshi. Hier können wir also weiter futtern. Sehr schön. Hier aber fängt wieder bei 0 an. Okay. Mit Wippen. Das Gefühl, dass da unten oder was war. Oder war das nur der Schatten? Ne, da ist nichts. Na gut. Hätte ja sein können, dass da was ist. Gut, Wandsprung kriegen wir nicht hin. Aber warum sind da dann diese Säulen? Ich kann auch nicht weiter gucken. Und gucken auch nicht. Da sind Früchte, ja. Wie soll man denn da hochkommen? Yoshi kann keinen Wandsprung. Das verstehe ich nicht. Fliegen kann der Kleine ja auch nicht. Naja, mal schauen. Okay. Wie das jetzt passieren konnte, ich habe keine Ahnung. Mit 100 Pro hat es was mit dem Stern zu tun, alle Früchte hier nochmal einzusammeln. Wie soll man denn da nach oben rankommen? Wie? Da ist noch was. Gut versteckt. Wow, Alter. Was war das? Versunkener Stern im Wolkenmeer. Yoshi hat sich da irgendwie hochgeleckt. Er soll aufhören damit. Kein Bock hier zu sterben.
So, und auf jeden Fall müssen wir noch diese zwei Früchte da schnabulieren. Aber wie machen wir das? Das ist eine gute Frage. Komm wieder hoch. Ich habe keine Ahnung. Die Aale sehen auch gut aus. Ja. Ach so, guck mal an hier. Muss man erstmal drauf kommen. So geht's also. Einfach hochlegen. Ich habe da den Controller ein bisschen geschüttelt. Dann ging das. Yoshis Wolkenbankett. Nicht sterben. Jetzt ist er tot. Jetzt gerade runtergefallen. Na toll. Aber haben wir ja trotzdem alles. Ich glaube, das hätte aber auch ganz normal funktioniert. Einfach nur mit Zunge rausstrecken dann. Ich glaube, man muss nicht unbedingt den Controller dabei schütteln. Okay. Gut, dann haben wir das auch geschafft. Dann werden wir jetzt mal zur Hauptstory übergehen. Ich denke mal, wir haben ja einiges schon geschafft. Wie viel denn eigentlich? Zeig mal her. 24 von 43. Was wir noch sammeln könnten, wäre jetzt hier noch unser von unserer Pflanze. Den Stern. Todflora, Samen im Garten. Ja, denn eigentlich Samen auf dem Dach oder so würde passen. Oder Samen im Wasser. Aber war ja nichts. Vielleicht ist da bei Dory noch was, aber das schauen wir jetzt erstmal nicht hin. Wir gucken uns jetzt hier um. Ah, Mario, furchtbare Neuigkeiten. Prinzessin Peach ist schon wieder verschwunden. Sie hat ihre Koffer gepackt und ist mit einem sehr glücklichen Gesichtsausdruck einfach von dann. Wir können sie nirgends finden. Wo kann sie nur sein? Urlaub machen. War ja alles anstrengend. Weil entführt zu werden ist ja auch total anstrengend. Machen wir ein Foto? Das ist auf jeden Fall das Hutland. Kiara ist auch verschwunden, okay. Alle weg. Drei Münzen fehlen uns noch. Wo sind die denn? Schade, dass das Schloss nicht nur größer ist. Wie beim N64-Teil. Huhu, Mario, bist du wieder auf den... Was? Bist du wieder auf deinen spannenden Abenteuer unterwegs? Wie wunderbar. Ich dokumentiere nämlich alle deine glorreichen Taten und habe ebenfalls auch Länder bereist. Ich hoffe, das ist okay. Vormona als Belohnung. Oh, Präsident, dann hast du schon abgeschlossen. Gut, dann kriege ich schon mal einen. Also quasi so Erfolge kann man die abschließen bei ihr. Außerdem kannst du auch die Namen der paar Monde sehen, die du für alle deine Taten bekommst. Ich trage kleine Hinweise auf der Mondliste ein. Öffne die Karte mit Minus und Y und Hinweise. Was ist das? Ich bin jetzt ein wenig schockiert. Bringe Frieden über alle Länder der Welt. Aha. Ja, dann gib mir mal die Sterne. Glückwunsch, Mario. Du hast eine neue, deine neue Leistung endlich wieder Weltfrieden. Muss ich sie jetzt ständig anquatschen? Für jeden Stern? Warte kurz. Ah, Mondritter. Oh Gott. Wo war das jetzt? Hier, Minus. Schnapp dir Monde. 100 Stück. Schnapp dir Monde. 300. Schnapp dir Monde. Kauf dir was mit Spezialmünzen. Aha.
Muss ich also noch einen Kauf machen, ja? Sammle 8-Bit-Monde. 8-Bit-Monde, 8. Sammle Monde aus Schatztruhen. Oh Gott. Na dann, quatschen wir sie mal ein bisschen an. Mondzauberer. Ich glaube, ich mache das lieber mal offscreen, ne? So, 5 Minuten haben wir noch. Was kann man in den 5 Minuten machen? Ich weiß es nicht. Wo ist die Prinzessin? Wo ist sie? Ich glaube, ich werde den Part einfach jetzt schon beenden. Na, Mario, furchtbare Neuigkeiten. Na, schon wieder verschwunden. Ja, kennen wir doch. Okay. Ich glaube, ich werde den Part hier erstmal abbrechen. Werde hier nochmal mich ein bisschen umgucken. Werde hier diese ganzen Sterne nochmal einsammeln von der Toadette. Und ja, dann sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder. Schön, dass ihr dabei wart. Vielleicht geht es dann ja schon auf die finstere Seite des Mondes. Wir schauen einfach mal, was ich hier jetzt nur noch so offscreen finde. Bis dann, danke fürs Zusehen und tschüssi.